Hallo und herzlich willkommen bei Frau Jannik probiert's aus, probier's auch. Und heute probiere ich Pommes, aber aus Gemüse und zwar aus Zucchini. Super lecker, low carb, total einfach gemacht und sie werden richtig schön knusprig. Und wie das Ganze jetzt geht, das zeige ich euch jetzt. Für eure Zucchini-Pommes braucht ihr natürlich eine Zucchini oder zwei, je nachdem wie viel ihr machen möchtet. Aus einer bekommt man ungefähr ein Blech und das reicht so, wenn man das als Beilage essen möchte, für ein bis zwei Personen, je nachdem wie groß der Hunger ist. Dann braucht ihr noch weitere Zutaten und zwar sind das folgende. Getrocknete Sojaschnitzel, Haferflocken und hier habe ich geröstetes Kichererbsenmehl. Und wenn ihr das Kichererbsenmehl nicht zu Hause habt, könnt ihr es auch weglassen. Schmeckt aber wirklich gut, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Vor allem ist es reich an Protein, genauso wie die Sojaschnitzel und die Haferflocken haben auch etwas davon. Eine andere Alternative wäre zum Beispiel auch noch gemahlene Mandeln zu verwenden. Gibt auch einen super leckeren Geschmack und hat ja auch nochmal Proteine. Oder was noch funktionieren würde, wäre zum Beispiel Parmesan. Das gibt ein bisschen käsigen Geschmack, wer das gerne hat. Also auf dem Blog schreibe ich euch dann noch alle Möglichkeiten, wie ihr das Ganze variieren könnt. Jedenfalls wird es eine super lecker knusprige Panade außenrum und innen bleiben dann die Zucchini schön weich. Dann braucht ihr noch ein paar Gewürze und ich verwende da Salz und Pfeffer, Knoblauchpulver und Zwiebelpulver. Und damit das Ganze dann natürlich haftet, brauchen wir noch eine Flüssigkeit. Ich verwende jetzt hier pflanzliche Milch. Ich habe hier Hafermilch. Ihr könnt jede andere Milch verwenden, die ihr gerne habt. Oder alternativ einfach ein Ei. Und so habt ihr dann Pommes daraus geschnitten und zwar die so circa 1 cm dick sind ungefähr. Statt Zucchini könnt ihr auch zum Beispiel Kohlrabi ausprobieren. Das funktioniert auch super gut und ist auch low carb. Und was jetzt auch funktioniert, ist Spargel. Und zwar habe ich hier grünen Spargel. Der hat den Vorteil, dass man ihn nicht schälen muss. Man muss nur die holzigen Enden abschneiden und das schmeckt auch super lecker. Wenn ihr eine dickere Panade haben möchtet, dann gebt ihr einfach die Flüssigkeit zu den trockenen Zutaten, mischt es ganz um, lasst es kurz quellen und dann gebt ihr jede einzelne Pommes hinein, drückt die Panade ein bisschen an, so viel wie ihr drauf haben möchtet und legt es dann auf das Blech. Und so kommt das Ganze jetzt in den Ofen und zwar bei 200 Grad Umluft. Unbedingt in den vorgeheizten Ofen geben, damit das Ganze auch schön knusprig wird. Und dort bleiben sie so circa 15 Minuten ungefähr, vielleicht auch 20. Da müsst ihr ein bisschen schauen, wie euer Ofen arbeitet. Und so sieht jetzt das Endergebnis aus. Hier könnt ihr schön den Unterschied sehen. Das war jetzt die Variante ohne die dicke Panade mit der dünnen, einmal in Milch tunken und dann anschließend einmal kurz wenden. Und das ist jetzt die Variante mit der dicken Panade, wo das Ganze zusammengemischt wird, die Flüssigkeit und die trockenen Zutaten. Und wie ihr sehen könnt, sieht die etwas hübscher aus, die sieht etwas blass aus. Beides schmeckt lecker, also könnt ihr mal beides ausprobieren, was ihr besser findet und euch dann für eure Lieblingsvariante entscheiden. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann verpasst ihr nämlich keine weiteren leckeren und gesunden Rezepte. Außerdem freue ich mich, wenn ihr meinen Blog besucht, fraujannik.com. Dort habe ich wie immer alle Mengenangaben für euch aufgeschrieben, Tipps und Tricks.
Gerne dürft ihr mir auch einen Kommentar hinterlassen, sei es hier auf YouTube oder auf meinem Blog, wie ihr möchtet, oder auf Instagram. Und da könnt ihr mir auch immer gerne ein Foto schicken, wenn ihr etwas nachgemacht habt, denn ich freue mich riesig darüber. Und da verwendet ihr am besten den Hashtag FrauJannik. So, ich gehe jetzt leckere, gesunde, grüne Pommes essen mit Low Carb und super lecker. Einfach nur, müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Ich freue mich schon. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Tschüss, eure Frau Jannik.